Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Starstream Online. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder in Morlin. Und zwar ist wieder ein Tag vergangen und wir können jetzt mal mit Ten reden, was jetzt mit ihrem Geld ist. Ja, mir ist eingefallen, dass ich beim Leuchtturm war. Du weißt schon, der große grün-weiße Leuchtturm östlich der Molenstelle und südlich von Jaspers Scheune. Ich war dort, um die Aussicht zu genießen. Das Geld muss dort sein. Könntest du bitte dort für mich nachschauen? Du müsstest überall um den Leuchtturm suchen. Ja, okay, dann machen wir das doch. Ja, dann kann ich euch auch direkt mal erzählen, wie die Sache mit dem Hund weitergegangen ist. Und zwar wollte ich ja eigentlich am Sonntag bei den Züchtern anrufen und hatte mir so gesagt, ja, okay, rufst du so kurz nach eins da an. Und, ach verdammt, wie komme ich denn nochmal hin dazu? Da eben lang, ne? Ja, und hatte mir gesagt, so gegen eins wollte ich so da anrufen. Und habe vorher aber nochmal meine E-Mails gecheckt und habe dann tatsächlich, fast zu dem Zeitpunkt, wo ich auch anrufen wollte, eine E-Mail bekommen, dass die Franzi, so heißt die Hündin, leider nicht trächtig geworden ist. Also es gibt, glaube ich, also wie ich es verstanden habe, ist sie gedeckt worden, aber ist halt leider einfach nicht schwanger geworden und ja, es ist halt leider nicht so wie bei uns Menschen. Ich sag mal, wir Frauen bekommen ja einmal im Monat unsere Tage und bei Hunden ist das halt einfach nur zweimal im Jahr, dass die läufig werden. Ja, und dementsprechend gibt es also jetzt im Frühjahr gar keine Welpen und die wissen auch noch nicht, ob sie es im Sommer nochmal versuchen, also Sommer, Herbst nochmal versuchen wollen oder ja, ob sie es direkt aufs nächste Jahr verschieben. So. Wieder nichts gefunden. Juhu, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder bis morgen warten. Ja, natürlich sind mein Freund und ich jetzt tierisch traurig. Wir hatten uns halt echt komplett drauf eingestellt, hatten uns schon super gefreut, dass es jetzt bald losgeht und ja, haben eigentlich nur noch darauf gewartet, dass es heißt, yay, sie ist trächtig und yay, die Welpen sind da. Und ja, das wird jetzt halt leider nicht so sein. Wir sind jetzt halt so ein bisschen überlegen, dadurch, dass ich mir halt extra Zeit genommen hatte dieses Jahr dafür. Ja, wir halt eigentlich super gerne von diesen Züchtern wirklich einen Welpen haben wollten, aber ja, wir sind halt so ein bisschen überlegen, wie wir das jetzt machen. Ich habe schon mal mit ein paar anderen Züchtern telefoniert, die waren auch alle total lieb, haben alle gesagt, wie leid ihnen das tut, dass das nicht funktioniert hat. Also es waren halt alles Züchter, die jetzt gerade einen Wurf haben und das Problem ist einfach, selbst eine, die einen Wurf von 10 Welpen hatte, sind einfach alle schon vergeben. Das ist bei dieser Rasse einfach, ja, die sind dann leider alle schon vergeben. Deshalb überlegen wir im Moment, wie wir es machen. Wir haben halt noch ein anderes Züchterpaar, die wir kennengelernt haben, die uns mit Sicherheit auch einen Welpen geben würden. Da ist jetzt halt die Frage, ob die im Herbst eben nochmal einen Wurf haben. Die würde ich halt auch nochmal anrufen. Und ja, kann halt sein, dass es sich entweder ziemlich weit verschiebt oder dass wir vielleicht doch Glück haben und finden noch einen Züchter, der einen Welpen hat. Aber es soll halt auch nicht, sage ich mal, der letzte Welpe sein, der übrig bleibt, der dann zu uns kommt, sondern es soll halt auch einer sein, der zu uns passt, wenn er vom Charakter her gar nicht so ist, wie wir uns das halt vorstellen, dann wird er auch bei uns nicht einziehen, einfach weil wir dann nicht glücklich werden und der Hund auch nicht glücklich wird und die Züchter auch nicht glücklich werden und ja. Deswegen müssen wir leider noch ein bisschen rumgucken. So, dann können wir Ten jetzt auch mal schlechte Nachrichten überbringen. Was? Nicht dort? Aber das ist der letzte Ort, der mir eingefallen ist. Was wenn es gestohlen wurde? Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Es tut mir wirklich leid, aber ich brauche Zeit bis morgen, um nachzudenken. Es gibt keinen anderen Ort, an dem ich mich aufgehalten habe. Deswegen muss ich jetzt darüber nachdenken, was passiert sein könnte. Bitte gebt nicht auf. Komm morgen zurück und wir werden sehen, ob mir noch etwas eingefallen ist. Ganz ehrlich, jetzt komme ich mir langsam verarscht vor. Ich hoffe, in Silver Glade geht es jetzt ein bisschen mehr weiter, weil das ist ja jetzt wirklich Hinhalterei. Immer ja, warte bis morgen. Mache eine Aufgabe, warte bis morgen. Ich stelle mir jetzt gerade mal so, das wäre die letzte Quest, die ich noch hätte. Dann wäre ich jetzt sehr frustriert. Weil ich komme auch nicht jeden Tag zum Aufnehmen. Naja.
Aber wie gesagt, mit den Hunden, wir geben nicht auf. Wir probieren es weiter und der Wunsch ist ja weiterhin da. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt auf einmal sagen, nee, wir können keinen Hund mehr haben. Es wird sich halt alles einfach ein bisschen verschieben wahrscheinlich. Ich bin fast fertig. Es war sehr schwierig, eine gute Ölprobe von der Feder zu nehmen, da sich nur sehr wenig darauf befunden hat. Ich habe es aber hinbekommen, eine Probe zu entnehmen, die zum Vergleich nutzt. Nimm diese Probe und reite zu Kanye beim Weingarten und frage ihn, ob du die Analysemaschine benutzen kannst. Machen wir. Nehmen wir doch direkt noch die zweite Kiste mit. Okay. Schön, die war ja sehr mitteilsam. Wow, sie sehen so schön aus und so sauber, die armen Enden mit Öl verschmiert. Ich werde so sauer, wenn ich über diesen unverantwortlichen Herrn Campbell nachdenke, dass ich schreien will. Wie schön, dass die Akte mit den vermissten Enten endlich abgeschlossen ist. Jetzt müssen wir die Enten nur noch in den Brunnen setzen. Du, Gwendolyn, hast die Ehre, das zu tun, da du die Heldin des Tages bist. Nimm die Enten und setze sie eine nach der anderen in den Brunnen. Ja, gerne doch. Huch, ah. Nein. Diesmal ist das mit Brunnen gemeint, fällt mir gerade so auf. Letztes Mal habe ich ja verzweifelt nach dem Brunnen gesucht. Eine habe ich noch. Sehr schön. Jetzt haben wir hier wieder kleine Entchen drin schwimmen. Sehr nett. Sie sind so süß, diese kleinen Enten. Das ganze Dorf wird dir danken. Du hast tolle Arbeit geleistet. Die große Sommerattraktion ist gerettet. Danke, danke dir, Gwendolyn. Ja, gerne doch. Wir haben eine Hose bekommen. Ach, die ist ja cool. Die ist echt cool, die gefällt mir. Ja, gesundheitlich bin ich auch immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich gehe mal davon aus, man hört es auch ein bisschen noch. Ich habe inzwischen kein Fieber mehr. Der Husten ist deutlich besser geworden. Ja, jetzt ist das Problem, dass meine Nebenhöhlen zu sind. Also die Nasennebenhöhlen. Und, ich hatte ganz falsch. Und, ja, es ist halt super unangenehm, weil ich halt auf dem rechten Ohr einen totalen Druck habe und auch nicht richtig höre. Und es ist tatsächlich auf der rechten Seite sogar bis in die Zähne hineinzieht und auch ins Auge und halt auch in den Kopf. Also ich habe Kopfschmerzen, mir tun meine Zähne weh auf der rechten Seite. Und ja, es ist halt einfach super unangenehm. Ich schreibe am Samstag eine Klausur. Heute ist Dienstag, ich müsste eigentlich richtig viel dafür lernen. Ich lerne auch so zwischendurch immer mal, aber ich kann mich halt auch nicht so ganz lange darauf konzentrieren, dass ich halt zwischendurch einfach auch was anderes machen muss, weil ich sonst halt einfach viel zu viel Kopfschmerzen bekomme. Also das ist alles so ein bisschen blöd. Ich hoffe, ich überstehe die Klausur trotzdem. Also überstehen ist das eine, aber bestehen ist halt auch noch das andere. Naja. Hallo Gwendolyn, wie geht es dir? Ach so, du willst also noch einmal meine Analysemaschine benutzen? Leider benutze ich sie nicht so oft, wie ich anfangs dachte, als ich sie bekommen habe. Aber irgendjemand muss sie ja benutzen. Nimm deine Proben und starte die Analyse. Die Maschine ist auf dem Tisch hier. Hä, der analysiert doch ständig Proben hinten von den Weinreben. Hm. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Jetzt heißt wahrscheinlich, komm morgen wieder. Hat es geklappt? Schau, das ist ein klares Ergebnis. Es handelt sich um das gleiche Öl bei beiden Proben. Reite zurück zu Felix in Silverglade Village und erzähle ihm, dass die Proben identisch sind. Alles klar, lassen wir uns einmal abholen. Das spart dann doch ein bisschen Zeit. Ich hoffe ja, dass wir jetzt nicht noch 10-mal hin und her rennen müssen.
Und wahrscheinlich müssen wir jetzt gleich nochmal zum bösen Herrn Campbell und ihn damit konfrontieren, was wir gefunden haben. Ja, wirklich? Dann wissen wir jetzt, dass das Öl von Herrn Campbell für die Kontamination der Entenfeder verantwortlich war. Es ist ein Beweis für uns. Die Enten sind gerettet, aber Herr Campbell macht mich immer noch so sauer, wie unverantwortlich die wunderschönen Evergreen-Felder mit Öl zu verseuchen. Das zerstört die Natur und es könnten auch noch mehr Vögel Schaden davon tragen. Wir müssen ihn ein für alle Mal stoppen. Kannst du mit dem Richter des Dorfes sprechen, damit wir eine Anzeige gegen ihn erstatten können? Die Zerstörung der Natur, Gewalt gegen Tiere und all die Gesetze, die er bricht, sollten dafür ausreichen. Mit dem Richter in Silverglade? Okay, der Bürgermeister ist auch gleichzeitig der Richter. Gut zu wissen. Hallo, Kleine. Oh, eine Anzeige wegen Verbrechen an der Natur? Das können wir natürlich machen, aber es wird ein bisschen dauern. Wir sprechen hier über eine Woche oder noch mehr. Sehr viel Papierarbeit. Es ist sehr schwer, all diese Formulare auszufüllen. Also warte bis morgen. Wir arbeiten gerade an einem Prozess gegen Herrn Campbell. Niemand will ihn oder seine schreckliche Firma, die GED, hier in Jorvik haben. Wir warten darauf, dass unser Polizeichef Klaas aus seinem Winterurlaub zurückkommt. Im Winter machen nicht nur die Diebe, sondern auch die Polizisten Urlaub. Ach, wie praktisch. Wie lange das dauern wird? Ein paar Wochen, bis der Fall gegen Herrn Campbell fertig ist. Aber dann können wir ihn richtig hart treffen und hoffentlich für immer von ihm vertreiben. Danke für deine Informationen und viel Glück mit den Enten. Du bist eine Heldin, Gwendolyn. In Zeiten wie diesen bräuchten wir mehr von deiner Sorte hier im Dorf. Jo, ja, tatsächlich müssen wir bis morgen warten. Aha, Silvergrid Sportpferdecenter bei Linda. Dann reisen wir da doch nochmal hin. Ich wollte schon sagen. Ich dachte, wir können jetzt gar nicht mehr weitermachen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal die Lust, da hinten hinzureiten. Ich bin heute mal wieder faul. So, wer war denn Linda? Da, die. Ach ja, da war ja was. Oh, hallo. Hallo, Gwendolyn. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ob ich was von Alex gehört habe? Ja, das habe ich tatsächlich. Sie ist auf dem Weg hierher und wird wahrscheinlich morgen ankommen. Also komm morgen wieder. Es gibt Gerüchte, dass ein Druidenrat einberufen wird. Weißt du etwas darüber? Klar, immer. Hast du nicht? Komisch. Ich bin mir sicher, dass sie wollen, dass du auch teilnimmst. Du hast ihnen und uns sehr viel geholfen. Die Druiden, die Bewahrer Ideens, haben ein Auge auf dich. Yay. So, gut. Wir müssen mit Alex sprechen, falls sie morgen zurückkommt. Und bis dahin wissen wir mehr darüber, ob es einen Druidenrat gibt oder nicht. Wusstest du eigentlich, dass ein Zirkus oder sowas nach Morland gekommen ist? Guck es dir doch an, solange wir warten. Maya hatte mir davon erzählt. Frage sie nach mehr Details und wo der Zirkus seine Zelte aufgeschlagen hat. Inspiziere das Ganze mal nach irgendwelchen Merkwürdigkeiten. Abgemacht? Rede erst mit Maya und triff mich dann morgen hier wieder, damit wir schauen können, ob Alex zurück ist. Wer zum Teufel ist Maya? Ach so, ist laufend, okay. Reite zu Maya Morgenstern und frage sie, wo der Zirkus ist. Alles klar. Schön, dass da wenigstens steht, wo die sind. Wie lange nehmen wir denn schon auf? 14 Minuten schon. Ja, dann auf nach Morgen.
okay, lass ich mal, ja. Die sah aber auch mal anders aus. Die sieht jetzt aus wie unsere Stallhilfe. Die sah mal anders aus. Gwendolyn, ob wir dich hier in Moorland vermissen? Wir haben zwar viel zu tun, aber es gibt zum Glück viele Neulinge, die mir im Stall helfen können. Also hilf ruhig Linda und den anderen, um Justin zu finden. Ich bin mir sicher, dass das für Thomas zurzeit am wichtigsten ist. Der Zirkus? Warum geht das immer so nach oben? Linda hat also erzählt, dass ich einen Zirkus gesehen habe. Das stimmt. Hast du den Zauberwagen im Nilmer Bergland gesehen? Stehen gesehen. Westlich der verlassenen Farm. Es sieht so aus, als würde jemand dort einen ganzen Zirkus aufbauen. Ich weiß nicht genau, was es wird, aber da sind eine Menge Leute, die an irgendetwas arbeiten. Schau selbst mal im Nilmer Bergland nach Gwendolyn. Da fehlt ein Komma. Ja, alles klar. Dann, ich glaube, ich weiß, auf welchen Wagen die meint. Ich gehe mal davon aus, hier oben. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie mich jetzt an die Quests in Port Pinter verweisen, dass ich da jetzt wieder Zauberlehrling spielen muss. Da hatte ich nicht so viel Lust drauf jetzt. Ich meine, irgendwann muss ich die Quests in Port Pinter halt auch mal weitermachen. Ich will ja bald mal Level 13 werden. So viel fehlt ja auch nicht mehr. Vielleicht schaffen wir es heute, obwohl in 4 Minuten... wird das, glaube ich, knapp. Mal sehen. Aha. Aber was ist das? Ein kleines Pferd und seine menschliche Reiterin. Dürfte ich erfahren, wer du bist und was du mit meinem Narren gemacht hast? Ich bin der große Idris. Ich komme hierher mit meinem außergewöhnlichen Jahrmarkt, auf welchem du die wundersamsten Sachen erleben kannst. Ich mit wem gemacht habe? Ob das ein Zirkus wird, könnte man so sagen. Ich baue hier meinen Jahrmarkt auf. Es wird etwas mit Pferden zu tun haben, solltest du wissen. Aber wir haben natürlich keine Pferde. Wir haben komische und lustige Leute, die witzige Sachen machen. Und ich werde für dich zaubern. Ich kenne Magie, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Ich mache Wunder möglich, aber jetzt was Wichtigeres. Du weißt nichts über den Narren, oder? Er ist weggerannt. Vielleicht kannst du mir helfen, ihn zu finden. Er kann sich in seiner eigenen Tasche verlieren, der dumme kleine Narr. Ich habe seine Glocken die Straße in Richtung Süden läuten hören. Vielleicht ist er dort irgendwo. Die Straße in Richtung Süden. Hier unten ist Süden, also die Straße. Dann schauen wir doch mal auf der Straße in Richtung Süden. Ah, das sieht sehr gut aus. Au, oh, was ist das? Ein Vierbeiner und ein Zweibeiner? Zusammen sind das 6. 6 Lachse in einem Karton haben keine Knochen mit Schuhen dran. Also müsst ihr ein Pferd und ein Reiter sein, oder? Du glaubst, dass ich komisch bin? Ich glaube, du bist komisch. Hat dich hier Idris der Große geschickt? Dann soll es so sein. Ich werde dir zurück zu ihm folgen. Wie du siehst, habe ich mich völlig verlaufen. Ich glaube, ich bin ziemlich dumm. Zumindest sagt Herr Idris das. Und er hat immer recht. Zumindest behauptet er das über sich selbst. Warte, reite nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. Wie du siehst, sind meine Beine sehr kurz. Wo geht er hin? Oh Gott. Kann er nicht hinten auf mein Pferd mit drauf? Ach, jetzt läuft er. Also es ist schon ein bisschen abwertend gegenüber kleinwüchsigen Menschen. Die sind nicht direkt immer dumm. Weiß noch nicht, was ich zu der Quest sagen soll. Mal abwarten. So, hab ihn zurückgebracht. Gute Arbeit, Pferdefrau. Ich hoffe, dass dich der kleine Narr nicht zu sehr gelangweilt hat.
Er spricht sowieso nur Kokolores. Wie heißt du? Gwendolyn? Schick. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, den Narren zu finden. Magst du Tiere? Vielleicht lustige Zirkustiere? Schau dir die Käfige an und sag mir, was du davon hältst. Definitiv zu klein, egal für welche Art von Tier. Ebenfalls viel zu klein, egal für welche Art von Tier. Und auch hier, viel zu klein, egal für welche Art von Tier. Tierquäler. Lea, du machst Witze. Du kannst keine Tiere in diesen Käfigen sehen? Interessant. Aber danke. Ich verspreche dir, dass du sie an einem anderen Tag sehen wirst. Vielleicht kannst du eines von ihnen mitnehmen, aber nicht jetzt, da du sie ja nicht mal sehen kannst. Das scheint eher unnötig. Ja, okay. Ich glaube, das war's dann auch erstmal für den Part heute. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind nicht wirklich vorangekommen und müssen jetzt erstmal wieder ganz viel warten, bis es weitergeht. Ja, aber vielleicht schaltet ihr trotzdem das nächste Mal wieder rein und ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Bis dahin, tschüss!